Das Promi-Geflüster, heute Heimat, sage ich jetzt mal, auf gut Bayerisch, der Horm ist der Horm. Also wir müssen jetzt bloß über die Landesgrenzen rüber von Baden-Württemberg nach Bayern, denn da gibt's täglich im bayerischen Fernsehen eine Serie, die nennt sich der Horm ist der Horm, also daheim ist daheim, und läuft eigentlich schon seit ja, mehr als 10 Jahren recht erfolgreich. Wie gesagt, im bayerischen Fernsehen täglich, also unter der Woche täglich, immer um 19.30 Uhr. Und seit ja, gut 2 Jahren dabei ist Andi Gieser. Und den begrüße ich jetzt mal recht herzlich. Er ist hoffentlich jetzt in der Gegenüber. Servus, grüße dich. Servus, hallo. Ja, wie hat deine Woche begonnen? Voll gleich wieder mit Dreharbeiten oder wie sieht so ein Wochenbeginn aus? Tatsächlich hatte ich einen kleinen Freisteller, nennt sich das. Wenn wir Termine haben, müssen wir immer angeben, für was, und dann wird man freigestellt normalerweise. Und ich musste zum Zahnarzt, zu meinem jährlichen Check-up, der ist aber erfolgreich absolviert. Und danach ging es aber noch für ein paar Szenen zurück nach Dachau, um zu drehen. Genau, also da kann man ganz so sagen bei dir, wie hieß es früher in der Werbung immer, Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt. Das ja, also wirklich klopf, 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 bei mir musste noch nie in meinem Leben gebohrt werden. Ich hatte noch nie Karies, ja. Ich habe zum Glück gutes Zahnwerk. Wunderbar, okay, aber das jetzt mal erstmal so ganz kurz am Rande. Der Horm ist der Horm, sage ich. Du bist seit 2 Jahren dabei. Wer dich jetzt noch nicht wirklich kennt und natürlich auch für alle Zuschauer, sage ich mal, über dem sogenannten Weißwurst-Äquator drüber hinaus, also für die Nordlichter sozusagen, weiß ja nie, wer alles zuschaut, die ganze Welt eigentlich, kann man sagen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, deine Rolle, dein Charakter, wen spielst du, was ist deine Person sozusagen in der Serie? Okay. Also ich bin der Andi Gieser und ich spiele bei der Horm ist der Horm seit 2022 den Severin Zechner. Das ist der Hofhelfer am Vogelhof und mittlerweile auch der Lebensgefährte von Kathi, die auch am Vogelhof wohnt. Die Nichte von der Vogelhof-Chefin, der Moni Vogel. Genau. Okay. Und man muss sagen, der Horm ist der Horm, ist eigentlich so eine typische bayerische Serie, die in dem fiktiven Ort Lansing spielt. Genau, ja. Und so das ganze Dorfleben eigentlich so durchleuchtet, was so tagtäglich passieren kann, ne? Genau, so ist es. Und ich habe, wenn man es so sagen will, Glück gehabt, weil ich habe schon, zumindest was das Drehen anbelangt, einen spannenden Ort immer wieder, an dem ich drehe, und zwar den Vogelhof. Das ist ein echter Bauernhof, der uns zur Verfügung gestellt wird. Und da macht schon immer extra Spaß. Also wir haben auch Kiosk und alles, aber Bauernhof, da ist schon immer besonders toll. Ja, das mit Action und ja, da denke ich mal, da gibt es doch einiges zu tun. Ich denke auch gerade mal so Szenen mit Tieren kommen auch vor, oder? Ja, da hatte ich tatsächlich schon ein paar. Ich durfte schon mit einem Fuchs drehen, mit einem jungen Fuchs. Katzen, natürlich Kühe. Also es gab letztens eine Story, dass Severin die Kuh massiert hat, weil sie irgendwelche Beschwerden hat, weil sie schwanger ist. Und der konnte das mit seinen schnellen Fingern natürlich lösen. Auch in Zukunft werde ich wieder mit Tieren drehen, aber das ist gerade erst auf Papier erschienen im Drehbuch. Das darf ich leider noch nicht spoilern. Okay, da warten wir einfach mal ab, was so die Zukunft bringt. Ich glaube, mit Tieren es ist es auch gar nicht so einfach immer, gerade weil man ja nie weiß, wie die Tiere dann auch reagieren in der Situation. Ne? Das stimmt. Natürlich sind das mehr oder weniger immer Filmtiere, die sind trainiert, aber natürlich kannst du einem Hund eher etwas beibringen als irgendwie einem wilden Fuchs. Man muss flexibel sein, man muss selbst dann immer ein bisschen mehr aufs Tempo drücken, damit eben für das Tier mehr Zeit bleibt.
Aber bislang wurde das immer alles ganz gut gelöst. Und es gibt ja auch immer noch den Schnitt. Also wenn es wirklich mal nicht ganz so klappt, wie es sein sollte, dann kann man da schon ein bisschen rumschnibbeln und dann schaut es schon noch was aus. Gab es da mal eine spannende Szene oder ein spannender Dreh mit einem Tier, wo du sagst, das ist mir jetzt in Erinnerung geblieben, das war was Lustiges oder ganz unmöglich oder wie auch immer, was fällt dir da spontan ein? Also da war natürlich der Fuchs, das war auch ziemlich am Anfang von meinem Dreh oder von meinen Drehs für der Hormsterhorn. Das war schon besonders, der war ein bisschen eingeschüchtert, der war einfach noch jung und wahrscheinlich auch nicht sehr filmerfahren, aber es war toll mit dem zu drehen. Nur tatsächlich eine kleine Anekdote, wirklich die letzte Einstellung, man macht ja immer verschiedene Einstellungen, also eine offene, da sieht man viel, dann geht man näher ran und so weiter. Und wirklich bei den letzten Nahen, wo der Fuchs eigentlich schon abgespielt war, hat er ja ein großes Geschäft verrichtet. Und so klein und süß der Fuchs auch war, so groß und stinkig war seine Hinterlassenschaft. Und da mussten wir uns schon sehr zusammenreißen, dass wir da nicht aus der Rolle fallen. Okay, das glaube ich dann ganz genau. Ja, also wie gesagt, Tiere, denke mal, es ist trotzdem spannend und macht auch Spaß mit Sicherheit. Wenn ich so ein bisschen gerade so auf deinen sonstigen Werdegang da blicke, also Film und Schauspielerei, also fürs Fernsehen oder sonst wie, vor der Kamera, da sind es jetzt noch nicht so viele Rollen gewesen, dagegen Theater, da schon mehr, also da warst du schon öfters auf den Bühnen und auf den Brettern, die die Welt bedeuten sozusagen. Ja, genau. Also ich habe nach meinem Abitur erstmal Theaterwissenschaften studiert in der LMU, weil ich nicht wusste, was ich wirklich tun will. Und Theater hat mir schon immer gefallen, aber da gab es dann eine Bühne und auf der stand ich dann mehr oder weniger die ganze Zeit während meines Studiums und da habe ich gemerkt, ich will spielen. Und deswegen war Theater so meine erste Berührung mit dem Schauspiel. Dann bin ich studieren gegangen, habe Schauspiel studiert in Frankfurt. Da gab es dann auch gleich ein Studiojahr. Also ein Jahr waren wir, also meine Klasse und ich, einfach eingebunden in den Theateralltag vom Frankfurter Schauspiel. Und ja, da habe ich diese Luft noch mehr schnuppern dürfen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es auch immer noch. Allerdings ist es so, dass jetzt bei der Hormsterhorn das einfach die Priorität ist und auch tatsächlich so viel gedreht wird, dass nebenbei Theater machen leider gerade schwierig ist. Aber Theater hat mein Herz und da werde ich auch bestimmt immer mal wieder zurückkommen. Okay. Ja, so der Horm ist der Horm. So eine Daily Soap sozusagen. Wie viele Drehtage habt ihr da wieder für eine Folge, wenn eine Folge produziert wird? Kann man das so pauschal sagen? Wir drehen durcheinander. Also die Disposition oder die Dispo, wie wir sie nennen, die schaut halt immer, was ist am klügsten nacheinander zu drehen, sei es wegen aufwendigen Kostümen oder Bühnenbild oder aufwendigen Requisiten. Und deswegen drehen wir immer in Blöcken und in diesen Blöcken sind 5 Folgen. Und normalerweise ist für 5 Folgen 4 bis 5 Drehtage vorgesehen. Mhm. Aber wir drehen auch mit 2 Teams, mit dem Innendrehteam und dem Außendrehteam. Und ja, da wechseln wir Schauspielenden fleißig hin und her. Also es ist nicht unüblich, dass man zuerst im Außendreh ein Bild hat, dann irgendwie für 3 Szenen reingeht ins Studio und dann nochmal raus muss. Aber wir produzieren schon einiges und das, ja, so eine Folge am Tag wird produziert, zumindest was die Zeit angeht. Wie gesagt, das ist abgestückelt. Ja. Okay. Ja, also tolles Pensum dann letztendlich. Ne? Ja. Da bleibt schon einiges dann sozusagen dran, ja. Das Ganze, wie gesagt, Lansing ist Dachau, also am Rand Münchens sozusagen, ja. Du selber wohnst aber in München, in der Innenstadt sozusagen, ne? Ja, Innenstadt, das war mir dann ein bisschen zu teuer, aber wir wohnen am Rande Münchens in Mosach. Ja, genau. Aber es ist auch ein schönes.
Genau, wo ich jetzt drauf hinaus will. Ich meine, wie pendelst Ich. Auto privat oder Nein. mit U-Bahn oder S-Bahn oder? Also U-Bahn ist leider gar nichts mit Dachau. Ich habe rausgefunden nach ein paar Versuchen, dass es am besten ist, mit drei Bussen zu fahren. Das ist leider auch umständlich und ich habe vom ersten auf den zweiten Bus genau 1 Minute Oh. Umstiegszeit. Diese zwei Busse teilen sich aber 4 oder 5 Stationen. Das heißt, ich sehe schon immer, werde ich meinen Anschluss schaffen oder nicht. Also wenn der Bus, in den ich umsteigen muss, vor mir fährt, dann weiß ich schon, okay, jetzt warte ich wieder 10 Minuten oder 20 Minuten. Ja. Aber mittlerweile, ich habe mich dran gewöhnt, ich nehme es gelassen, ich ja, höre Musik oder gehe nochmal meine Texte durch. Ja. Also das ist. Nee, ich wollte eigentlich daraufhin jetzt noch hinaus, wenn dann ihr so im Bus sitzt oder in den öffentlichen grundsätzlich, Ja. wird man da auch schon hin und wieder mal von den Fans angesprochen? Das passiert schon öfter tatsächlich. Also wir haben eine schon sehr große, aber auch eine sehr eingeschworene Fangemeinde, würde ich es jetzt mal nennen. Also ich glaube, es hat 2 oder 3 Episoden gedauert im Fernsehen. Da wurde ich schon als der Severin erkannt. Und doch, das passiert schon häufig. Öfter ist es auch so, dass die Leute dich erkennen und wenn man jetzt 2 Jahre ausgestrahlt wird im Fernsehen, dann erkennt man auch, wenn sie dich erkennen. Aber viele trauen sich dann auch gar nicht, mich anzusprechen. Aber ich bin immer, also es ist ja eine Wertschätzung. Ich freue mich immer, wenn ich angesprochen werde. Deswegen traut euch, ich beiß nicht. Und ja, genau. Genau, und ich glaube, im Privaten bist du eher kommunikativer als wie in deiner Rolle, ne? Ja, das auf jeden Fall. Das hat sich ja auch schon gewandelt in der Serie. Der Severin ist nicht mehr ganz so schweigsam, wie er das am Anfang war. Aber er ist trotzdem jemand, der versucht, gewählt sich auszudrücken und eher zu wenig, aber auf den Punkt als zu viel zu reden. Und ja, ich als Andi bin da eher auf der anderen Seite. Ich bin eher impulsiv manchmal und rede zu viel und denke danach nach. Aber ja, da kann ich mir immer noch eine Scheibe vom Severin abschneiden. Okay, sehr gut. Also so die Rolle hat jetzt noch nicht so wirklich übergefärbt sozusagen. Also Andi ist noch nicht Severin oder Severin ist noch nicht wirklich Andi, oder? Nein, das nicht. Nee, natürlich leihe ich als Andi dem Severin seinen Körper und die Sprache und so. Also das ist natürlich auch, das bin natürlich auch ich, aber klar, so charakterlich und so, das ist, da ist schon eine Trennung da auf jeden Fall. Wenn ich nach Hause gehe nach einem anstrengenden Drehtag, dann werde ich schon schnell wieder der Andi und schweige nicht vor mich hin den ganzen Abend. Sehr gut, so soll es doch sein, ganz genau. Ja, also wie gesagt, auch andere Sachen stehen ja bei dir noch an der Tagesordnung. Wie gesagt, hier Theater spielen. Auch musikalisch bist du hin und wieder da auch, glaube ich, aktiv oder zumindest hast hier auch dein ja, Background sozusagen. Ob es A cappella-Gesang ist, aber ganz vorne steht, glaube ich, Beatboxen, gell? Ja, aber das werde ich jetzt ganz sicher Nein! nicht machen. Ja, also Musik ist insgesamt eine sehr große Leidenschaft von mir. Ich hatte auch zu Schulzeiten eine Band mit meinem besten Kumpel und anderen Kollegen aus der Klasse oder aus der Schule. Das ist leider versandet, weil wir alle angefangen haben zu studieren. Aber ja, Singen begleitet mich schon immer. Ich war lange im Chor. Ich singe gerne, aber leider viel zu selten tatsächlich. Und ja, das Beatboxen habe ich mir irgendwann über die Jahre, Jahrzehnte selbst beigebracht, aber es ist etwas eingerostet wieder, muss ich sagen. Ja, gut, klar. Vielleicht gibt es ja mal auch da eine Möglichkeit bei der Home is the Home, sowas einzublenden. Psst, nicht so laut. Nein, Ja, gut. also tatsächlich, ich bin Schauspieler, ich mache das, was von mir verlangt wird und da gibt es auch wenig, was ich nicht machen würde. Allerdings ist das tatsächlich eine Sache, die jetzt zum Beispiel für Severin
nicht passen würde. Also, wie gesagt, ich habe auch schon irgendwie in lustigen Strängen von der Folge geschwurbladelt und was weiß ich, Finger gehakelt und der Severin, der näht dann auch mal was oder stickt irgendwas. Alles gut, aber wenn der jetzt anfängt zu Beatboxen, ich glaube, das passt nicht ganz so Passt nicht. rein. Also gut. Okay. Gut, gut, gut. Also, streich mal. Schnitt, Cut. Sehr gut. Wie ist es denn bei dir mit Dialekt? Also in der Serie, da musst du ja ran, aber jetzt so im Privaten, da hat man es ein bisschen verlernt dann, oder? Also was Ja, heißt verlernt oder zur Seite geschoben, so ungefähr, ne? dann wirst du zur Seite geschoben. Also, ich kann schon Bayerisch reden, aber in der Schule, da wurde es uns einfach austrieben. Also, ich erzähle immer die Story von meinem damaligen besten Freund, der kam vom Land und der hat wirklich, also tiefstes Bayerisch geredet, schon als 5-, 6-Jähriger. Und dann ist seine Familie eben mit ihm zu uns gezogen. Es waren dann tatsächlich unsere Nachbarn. Und innerhalb von einem Schuljahr hat er astreines Hochdeutsch gesprochen. Es war einfach zu der Zeit, in der ich vor allem in der Grundschule, muss ich sagen, war, nicht in ein Dialekt zu sprechen. Und es wurde eher Wert darauf gelegt, dass alle quasi gleich sprechen, und zwar Hochdeutsch. Und natürlich tut dann auch die Schauspielschule noch ihr Übriges. Also bei den meisten Schauspielstudien, sagt man das Studien? Also beim Studium des Schauspiels ist meistens das Augenmerk aufs Theater und da ist einfach Hochdeutsch quasi die Amtssprache, wenn man es so nennen will. Und da werden auch dann die kleinen sprachlichen Färbungen einfach ausgetrieben, damit wir alle den gleichen Standard haben, wenn man es so nennen will. Da hatte ich tatsächlich heute erst ein Gespräch mit einem Kollegen drüber, der den Philipp spielt in der Rolle, weil der spricht auch astreines Bayerisch als Privatperson. Und es sind so Färbungen wie, dass wir in Bayern König sagen, aber es heißt eigentlich König. Oder dass wir Storch sagen und nicht Storch. Und das waren dann so Sachen, die ich wirklich hart trainieren musste, als es dann soweit im Sprachunterricht auf der Schauspielschule war. Aber genauso mein Kollege, der aus Hamburg kam, der sagt anstatt Küche, Küche, und er musste dann auch lernen, Küche zu sagen und nicht Küche. Also so hat jeder seine kleinen Baustellen. Ja, klar. Und ich denke mal, es ist natürlich auch noch ein Unterschied, ob man jetzt in der Stadt groß wird, sprich in München selbst, oder doch irgendwo im Umland oder auf dem Land dann Ja, schlechthin, gell? Da, das wo stimmt. wirklich dann Dialekt eher noch gepflegt wird, ne? Ja, Philipp meinte das genau das Gleiche. Bei ihm ist es eher komisch, wenn dann jemand astreines Hochdeutsch in der Schule spricht. Also ja, aber es ist trotzdem etwas, was ich für sehr erhaltenswert erachte. Also das Definitiv, macht genau. ja eine Vielfalt aus. Das bringt ja einfach andere Färbungen rein. Also Mundart sollte schon gepflegt werden, aber ich bin mittlerweile auch, ja, dankbar ist das falsche Wort, froh auch, aber ich finde es ganz gut, dass ich es ablegen und wieder annehmen kann. Also mir wurde jetzt schon ein paar Mal attestiert, dass mein Bayerisch sich doch ganz gut anhört, obwohl ich so Hochdeutsch spreche in. Ja. Gut, ich meine, früher wäre man dann sozusagen als Volksschauspieler dann abgestempelt worden, wobei das natürlich auch was Tolles war, ne? Wenn man so die ganzen damaligen Schauspieler aus Bayern gesehen hat, Ja. oder da wo ich herkomme, Schwaben, Schwäbisch. Ja. Ja, also da gab es doch schon einige. Oder auch dann die ganzen Volksbühnen da, wie, ich sage jetzt immer wieder hier, Millowitsch-Theater oder Komödienstadel hier in Bayern dann, ne? Und so weiter und so fort, ne? Nee, also von daher Dialekt, ich finde es auch gut, wenn man pflegt und dass er nicht ganz verloren geht, gerade in der heutigen Zeit, ne? Das stimmt, ja. Ja. Aber es wird auch wieder etwas moderner. Ja, klar. Also ich höre es immer mal wieder mehr um mich herum, vor allem von kleineren Kindern. Also ist ganz schön. Wie ist es denn jetzt für dich, was wären so, wenn irgendwie mal dein schauspielerischer Horizont erweitert wird, wo soll es weiter hingehen? Was sind so deine Zukunftspläne? Gut, klar, daheim ist daheim, da bist gerade viel eingespannt, aber gibt es irgendwelche Rollen,
die du gerne bevorzugst? Also natürlich freue ich mich auch jetzt schon, wenn es klappt, nebenbei kleinere, andere Rollen zu spielen, einfach auch um ja, sich weiterzuentwickeln, sich weiter auszuprobieren. Aber jetzt die Rolle, die ich unbedingt spielen will, gibt es nicht per se. Ich glaube, ich fände es mal super interessant, den Bösewicht zu mimen. Ansonsten, ja, ich hoffe einfach weiterhin natürlich als Schauspieler stattfinden zu können und neue Sachen probieren zu dürfen. Und ja, aber ich bin ja noch jung, in Anführungszeichen, und hoffe, dass da noch der eine oder andere Dreh stattfinden wird. Ja, sehr gut. Doch, da drücke ich dir die Daumen. Da wird bestimmt noch vieles kommen. Und dann muss man natürlich auch die Social Media bedienen. Also da bist du ja auch zu finden. Wir haben uns ja erst ganz aktuell auf Instagram vernetzt. Das ist eine Sache. Ja. Wo sieht man dich sonst noch oder wo kann man dich sonst noch so antreffen, wenn man noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte? Also Social Media technisch ist tatsächlich Instagram die Plattform, die ich für mich gewählt habe, die ich öffentlich machen will. Also ich habe, obwohl das auch schon am Aussterben ist, länger noch Facebook, aber das ist privat. Also da sind meine Freunde, die paar, die noch da sind auf der Plattform. Ansonsten auf Instagram, ihr könnt mich da auch gerne anschreiben. Also ich bin meistens in the mood, auch zu antworten. Ansonsten bei dem nächsten Fantag wahrscheinlich, der ansteht von der Horm ist der Horm, nächsten Sommer höchstwahrscheinlich. Und vielleicht ja im Bus oder so. Genau, also da darf man ihn durchaus ansprechen. Jetzt mal ganz kurz noch was anderes zu deinen Tattoos, die du da so hast. Was haben die für eine Bedeutung? Das ist... Oder möchtest du nicht drüber sprechen? Also, das sind Glücksbringer für mich, aber so viel tiefer will ich da nicht reingehen. Okay, sehr gut. Und dann sehe ich da an deinem T-Shirt da irgendwas, was ist das für eine Schrift? Chinesisch, Japanisch oder was ist das? Das ist ein Disney-Shirt und zwar von Baymax. Baymax ist einer meiner Lieblingsfiguren aus einem Disney-Film. Aha. Und ja, das spielt in einer zukünftigen Stadt, einer Mischung aus Tokio und San Francisco und deswegen auch die japanische Schrift. Jetzt. San Francisco, da spielt das und Baymax ist ein Hilfsroboter, der für medizinische Zwecke geschaffen wurde, aber noch nicht so ganz ausgereift ist in seinen Kompetenzen und deswegen passieren ganz viele lustige Dinge. Einer der Disney-Filme, die meiner Meinung nach etwas untergegangen sind die letzten Jahre, weil das ist echt ein Knaller. Also wer Lust auf lustiges und spannendes Kino hat oder Film hat, der soll sich doch Baymax mal anschauen. Baymax, okay, das machen wir uns mal, genau. Bist du denn so ein Kinogänger grundsätzlich, wenn neue Filme kommen? Ja, grundsätzlich schon, aber tatsächlich auch Corona-bedingt, da ist das ein bisschen weniger geworden. Ich habe jetzt nicht Angst oder so, aber es hat sich ein bisschen im Sand verlaufen. Wenn wirklich ein Knaller ansteht, gehe ich. Obwohl ich sagen muss, Oppenheimer und Barbie habe ich immer noch nicht gesehen. Aber ich bin ein großer DVD-Fan immer noch, auch wenn das schon wieder am absteigenden Ast ist. Ich habe eine große DVD-Sammlung und dann hole ich mir eher die neuen Hits oder auch die alten Klassiker gerne auf DVD und schaue das schön im Wohnzimmer auf meinem schönen Fernseher. Ja. Ja. Ja, da haben wir jetzt ja bald wieder, denke ich mal, eher die Gelegenheit, wenn es draußen wieder etwas ungemütlicher wird. Wobei zurzeit sieht es ja eher nach Spätsommer aus, ohne Ende, so ungefähr. Ne? Also der Sommer will kein Ende nehmen. Also Temperaturen immer noch bis teilweise 25, manchmal auch noch drüber hinaus. Ne? Ja. Ja, ja.
Aber in der Früh, also heute musste ich lass mich lügen, um 7 los, glaube ich. Und da ist schon zapfig. Also da habe ich dann schon meine Jacke an, aber wenn ich nach Hause gehe, dann hängt die immer über dem Arm, weil es noch so warm ist. Ja. Genau. Ja, und wie war es dieses Jahr? Es ist ja jetzt auch erst letzte Woche zu Ende gegangen, Oktoberfest. Ist das auch ein Muss für dich oder eher dann doch ein bisschen distanziert? Es ist schon auch ein Muss. Also ich glaube, bis auf die Male, wo es wegen Corona ausgefallen ist, war ich, glaube ich, seitdem ich denken kann, immer zumindest einmal. Aber meine krasse Partyzeit, muss ich sagen, ist jetzt auch vorbei langsam. Also ich gehe dann gerne übers Oktoberfest, schlender da rum und trinke auch eine Mass. Aber so wirklich jetzt um 6 Uhr vorm Zelt stehen, damit ich da mir einen Tisch ergatter mit meinen Kumpels. Das muss nicht mehr sein, aber ist auch ein Stück Tradition und immer wieder schön, auch wenn man dafür ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Das gehört halt dazu. Ja, klar. Nee, aber ich denke auch da, ich sehe es auch immer wieder mittags, die Mittagswiesen ist, glaube ich, doch immer noch am angenehmsten und am schönsten irgendwo, ne? Ja. Obwohl ich auch sagen muss, ich wollte eigentlich seit Jahren mal auf die Eudewiesen und ich habe es immer noch nicht geschafft. Und nächstes Jahr ist sie leider nicht, weil da irgendwie die Landwirtschaftsmesse nebenan ist oder so. Richtig, da findet Aber was dann wieder statt. wenn sie wieder kommt, dann werde ich mir auch mal die alte Wiesen anschauen. Ja, doch, also da hatte ich schon die Gelegenheit, obwohl ich ja, wie gesagt, aus Baden-Württemberg ja komme, bei uns ja der Cannstatter Wasen, doch ein Ja. bisschen auch etwas angenehmer noch ist. Da ist jetzt auch nicht ganz so viel Trubel, aber doch, Aber es ist auch beide cool. Feste sind eigentlich, wirklich hier. Einmal muss man im Jahr dann schon dabei sein. Ne? Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es doch eigentlich schon fast wieder geschafft. Also wie gesagt, wir bleiben in Verbindung. Wenn es sich was Ja. tut bei dir, wenn es was Neues gibt, dann darfst du dich Gerne. gerne melden. Vielleicht sehen wir uns auch mal direkt irgendwo in München, wie auch immer. Ja. Man weiß es nie. Im Das Bus stimmt. zu der Home ist der Home. Ja. Ich fahre auch sonst Bus, also vielleicht auch auf dem Weg zur Wiesn oder so. Also schauen Ja, wir mal. schauen wir mal. Genau. Ja, dann würde ich sagen, grüße einfach mal die Kollegen recht schön. Die Das mache ich. Karina zum Ja. Beispiel. Genau. Die anderen kenne ich leider noch nicht, aber ich denke mal, da werden wir jetzt in nächster Zukunft bestimmt mal den einen oder anderen auch zu Gast haben. Darf Ja. uns gerne weiterempfehlen, dass sie Das keine mache ich. Angst haben müssen, hier bei Promigeflüster mal ein bisschen zu flüstern. Ja. Wir beißen Perfekt. nicht. Nee, und dann wünschen wir der Sendung und vor allen Dingen dir ganz, ganz viel Erfolg, dass das alles so weiterläuft, wie es du dir wünschst. Vielen herzlichen Dank auch für dieses schöne Interview. Dankeschön. Ja, Danke. also dann, genau, dann dir eine gute Zeit und den Zuschauern danke fürs Zuschauen und einschalten. Der Horm ist der Horm. Immer Montag bis Freitag, gell? Montag bis Donnerstags. Montag bis Donnerstag, okay. 19:30 Um Uhr. 19:30 Uhr im BR. Im BR-Fernsehen. Oder Oder in in der. der ARD-Mediathek. Da Wollte kann ich man das gerade auch. sagen, genau. Ja. Ja. Da kann man alles nochmal nachverfolgen. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.